Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ich habe ja schon angekündigt, ich würde euch gerne zeigen, wie mein Spieljahr 2023 war. Und was bietet sich da besser an, als heute am 27.12. einmal damit anzufangen? Jawohl, und das machen wir heute. Wir gucken uns ein paar Statistiken an, ein paar Spiele und wir fangen damit an, dass wir auf der Steam-Seite surfen. Und da scrollen wir mal hier runter und missachten mal alle Angebote, die es hier gerade gibt. Ich mache die Augen zu, weil sonst ist mal gleich... Oh, das ist auf meiner Wunschliste. Naja, gut, egal. Wir scrollen mal runter und ich zeige euch jetzt mal meinen Rückblick auf mein Spieljahr. Bams! Ihre Highlights. In diesem Jahr haben sie jede Menge neue Spiele gespielt und eine stolze Anzahl an Errungenschaften freigeschaltet. Ich denke auch. Eigentlich will ich euch das ja gar nicht zeigen, weil es ist ein bisschen peinlich, wie viel ich gespielt habe und was ich alles gespielt habe, ist noch viel peinlicher. Ich muss aber gleich mal vorweg schicken, natürlich ist meine Statistik immer davon, naja, verzerrt in Anführungszeichen, dass ich diese Idle-Clicker-Spiele spiele und dass die natürlich auch auf meinem Arbeitsrechner laufen, während ich arbeite. Deswegen haben die eben auch die meiste Spielzeit und ihr seht hier unten schon, werden die auch am ehesten angezeigt. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass man dieser Statistik hier das irgendwie ja, rausrechnen kann. Aber egal, wir gucken trotzdem mal an, was so los war in meinem Steam-Account dieses Jahr. So, Steam-Rückblick, 133 Spiele habe ich gespielt, 92 neue Spiele davon. Das ist schon mal beeindruckend, denn ich habe dieses Jahr tatsächlich mehr Spiele gekauft als in allen anderen Jahren zuvor. Das ist ein bisschen krass. Ich weiß gar nicht genau, wie das gekommen ist. Ich glaube, es hatte so eine Mentalität von, ich will gerade alles. Ich will gerade alles und zwar sofort. Ja. Im nächsten Jahr habe ich mir da vorgenommen, das deutlich zu reduzieren. 92 ist nicht die Zahl der Spiele, die ich gekauft habe. Ja, die liegt deutlich höher. Ich sage aber jetzt nicht genau, wie viele. 133 Spiele habe ich gespielt. Das heißt, 41 Spiele mehr habe ich gespielt, die nicht in diesem Jahr gekauft wurden. Das ist schon mal krass. Ja. Ich habe insgesamt 2683 Errungenschaften gemacht. Diese Zahl finde ich krass. 109 Spiele. Ich habe also auch ein paar Spiele gespielt, ohne Errungenschaften, also kann man ja hier sehen, ne? Immer die 133, jetzt minus 109 rechnen, so könnt ihr euch das ja auch nachrechnen, ist ja eine Statistik für Anfänger hier. Ne? 341 davon waren seltene Errungenschaften, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da zählt, 1%, unter 1%, 0,5 oder 0,1% Errungenschaften, naja. Ich habe 197 Tage am Stück gespielt, das war die längste Serie, die ich geschafft habe. Das war vom 1. Juni bis zum 15. Dezember. Das ist jetzt auch nicht ganz so verwunderlich, denn ich weiß, Ende Mai war ich mit meinem Freund in Barcelona. Da habe ich natürlich nicht gespielt, logischerweise. Und dann haben wir keinen Urlaub mehr gemacht. Nun war ich halt zu Hause und war arbeiten. Und wenn ich zu Hause bin, das ist das Erste, was ich morgens mache. Rechner an und Tap Ninja starten, das Idle Game. Das habe ich tatsächlich 21% der Spielzeit insgesamt des Jahres verbraucht. 590 gespielte Sitzungen, ja. Das setzt sich halt daraus zusammen, ne? Ich mache das hier morgens an, mache die täglichen Aufgaben durch, dann schalte ich das aus und während ich noch aktiv gespielt habe, um 100% hier in diesem Game zu machen, habe ich das eben auch im Büro angemacht. Von daher sind knapp 600 Spielsitzungen gar kein Problem, ne? Kiwi-Clicker habe ich erst in der zweiten Hälfte des Jahres gespielt. Wir können da gleich mal draufklicken. Und das ging relativ schnell auf fast nahezu 100% zu bringen. Und das dritte, Shakes and Fidget. Ihr seht, das ist ja sortiert nach der Spielzeit. Ne? Deswegen sage ich ja, es ist sehr bedauerlich insgesamt. Zum Glück werden die Stunden hier nirgends angegeben, glücklicherweise. Shakes and Fidget habe ich ausprobiert, hat mir aber definitiv nicht so gefallen. Ist halt, ich sag mal, unfair, danach kein Progress, macht einfach keinen Spaß, kann ich nicht empfehlen. So, jetzt wird das Ganze nochmal aufgedröselt nach dem Vergleich mit anderen, also mit der gesamten Steam-Community, also alle Menschen, die auf Steam angemeldet sind. Und das ist natürlich Quatsch, das kann man eigentlich direkt über, also links liegen lassen, das sollte bei euch allen auch so aussehen, ja. Also, zum Beispiel, sie haben 2683 Errungenschaften freigeschaltet, durchschnittlich liegt der Median bei 16. Ja, das ist ja, also ich bin halt hier hinten im obersten Bereich, das ist halt lächerlich. Sie haben 133 Spiele gespielt, durchschnittlich Steam-Median bei 4. Ich denke, hier werden natürlich auch Accounts einfließen, die quasi Pseudo-Accounts sind, ja.
Fake-Accounts, Bot-Accounts, die nur ein Spiel haben und so. Und das zieht wahrscheinlich deutlich nach unten. Ne? Jetzt mal ehrlich, wenn wir mal rein die normale, ich sag mal, die normale Steam-Community hätten, würden die ja mehr als nur 4 Spiele spielen, oder? Längste Serie hier liegt der Median bei 5. Ne? Was jetzt der Median ist, wenn euch das interessiert, guckt einfach mal im Internet nach Statistiken. Ne? Da wird euch das erklärt. Ich habe das gelernt im Studium. Ja. So, Neuerscheinungen. 40% ist der Prozentsatz ihrer gespielten Titel, die 2023 veröffentlicht wurden. Das relativiert nochmal die Zahl, die wir gerade oben gesehen haben. Da habe ich ja gesagt, 92 Spiele sind neu dazugekommen. Von den 133 Spielen, die ich gespielt habe, habe ich nur 40% neue Spiele gespielt. Ja, die wurden 2023 veröffentlicht. 9% the percentage of Steam playtime in games that were new releases, also 9% meiner Spielzeit in diesem Jahr habe ich quasi in diesen neuen Spielen verbracht. Was soll ich sagen? Es ist halt leider durch die Idle-Clicker definitiv ein bisschen verzogen. Ich muss aber auch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das kommende Jahr, also 2024, weiter Idle-Clicker spielen werde. Mal gucken, ich habe da gerade so eine Sättigung erreicht. Hier sieht man das auch nochmal. Ja, die Klicker hier und die Idler, die sind mit am deutlichsten am Spinnennetz quasi auf mindestens Stufe 3, knapp Stufe 3, ja. Jagdspiele, das wird wahrscheinlich Way of the Hunter sein und auch Call of the Wild, Warhammer 40k, das habe ich jetzt zuletzt ein bisschen gespielt, Märtyr, habe ich 30 Stunden oder 40 Stunden drin gespielt, wahrscheinlich ist es deswegen so. Globalstrategie ist bei Punkt 2,5, also ich rechne hier vom Nullpunkt aus, 1, 2, 2,5, das kann ja alles Mögliche sein, das kann Victoria sein, das kann Humankind sein, Old World zum Beispiel, ja. Und die Autobattler, da kann ich mich nur erinnern, dass ich da 1-2 gespielt habe. Hier Mechabellum ist auf jeden Fall 1. Naja, das ist auch interessant. Wir gucken mal nach rechts, was ihre Statistik verrät. Jetzt kommen die peinlichen Dinge im Leben. Geteilte Screenshots. Ich habe fast 50 Screenshots gemacht. Mache ich eigentlich nur von Abspannen oder von besonderen Momenten oder von Fotos oder Bildern, die ich besonders schön finde. 50 Stück sind es geworden, gar nicht so wenig. Ich habe 31 Diskussionsbeiträge geleistet. Ich habe, und das ist die beste Zahl überhaupt, 22 neue Freunde bekommen. Das liegt, glaube ich, zu einem großen Teil an Ready or Not, aber auch von anderen Spielen. Finde ich schon ganz spannend, tatsächlich 22 neue Freunde. Ja, bitteschön. Also ich weiß nicht genau, was da Steam rechnet, aber so, wenn das da steht, ist das wohl so. Ich habe 4 Spiele verschenkt. Das ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen verzerrt, weil es gibt ja auch den Weihnachtssale und da werde ich vielleicht noch ein paar Sachen verschenken. Mal gucken. Abzeichen verdient 4. Ja, das wird wahrscheinlich hier der Wintersale sein, der Summersale, der Herbstsale und der Springsale. Vergebene Community Preise habe ich 3-mal an den Nick was vergeben. Wunderbar. Und verfasste Rezensionen 3. Da ist mindestens eine für Radio Not dabei gewesen, eine negative allerdings. Da möchte ich in 2024 auch nochmal mehr machen, einfach um nochmal ein deutlicheres Feedback dazulassen, auch besonders bei Spielen, die mir nicht gut gefallen. Naja, Guides habe ich keine gemacht, Guide-Abonnenten habe ich keine, Workshop-Inhalte habe ich auch nicht, das bin ich einfach kein Freund von, ne? Das mache ich nicht so aktiv. Werfen wir einen genaueren Blick auf ihre meistgespielten Spiele. Naja, jetzt kann man sich hier die einzelnen Spiele angucken und die einzelnen Monate. Ja, ihr seht, hier bis die erste Jahreshälfte im Februar habe ich scheinbar damit angefangen und dann habe ich hier ordentlich reingehauen, um das Ganze auf 100% zu bringen. Gar nicht so schlecht. Und hier wurden Neuerungen eingeführt, da muss ich dann nochmal ran. Eigentlich wollte ich ja hier schon aufhören. Ja, und jetzt mache ich das halt so ein bisschen, immer mal jeden Tag eine halbe Stunde oder so oder nicht viel. Im Grunde genommen kann ich hier aufhören, aber es ist irgendwie so zu einer Gewohnheit geworden. Hier entsprechen alle meine Achievements. Kiwi-Clicker wollte ich auch auf 100% bringen, aber ihr seht, ich hatte das am Jahresanfang gestartet. Hier habe ich auch Videos dazu gemacht auf dem YouTube-Kanal. Dann habe ich es nicht mehr gespielt, weil ich es irgendwie blöd fand und weil die Achievements auch irgendwie blöd beschrieben sind. Ja. Und dann habe ich im Juli gedacht, komm, ich starte nochmal rein und mache jetzt mal so viele Achievements wie geht. Und habe ich auch gemacht und ja, ich bin nicht ganz bei 100% gelandet, aber das ist okay für mich. Ja, Shakes and Fidget, wie gesagt, ist halt ihr seht, ich habe 3 Monate gespielt und das war dann uninteressant für mich. Factory Town Idle habe ich auf YouTube eine Challenge gemacht.
Habe ich euch vorgestellt, ihr seht hier im April mal einen Start gemacht, euch vorgestellt und dann im Oktober gesagt, komm, ich mache mal so eine Challenge, lass uns mal bis Jahresende alle Achievements holen und das habe ich geschafft. Ja, so sieht das jetzt hier aus, ihr seht das auch hier, sieht das ganz dünn, dieses Jahr Errungenschaft zu 100% freigeschaltet, ich gucke mal gerade, ist das hier eigentlich auch in diesem Jahr entdeckt, steht das hier auch dabei, ne, komisch. Vielleicht hat es sich ein bisschen an die an das YouTube-Format gewöhnt. Ja, am Ende war das nur noch laufen lassen. Ist ein bisschen wie am Klo quasi. Shop Titans, ganz besonders toll. Shop Titans mochte ich sehr gerne. Habe ich auch überwiegend hier 37% der gesamten Spielzeit verbracht. Sehr viel im Büro laufen lassen. Ja, und dann habe ich eine Pause gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Urlaub oder so, hier vielleicht. Und dann hat mich meine Gilde rausgeworfen, weil ich irgendwie 7 Tage ohne Aktion war. Ja, und seither spiele ich es auch nicht mehr. Ich müsste mich jetzt wieder bei einer neuen Gilde bewerben, in Anführungszeichen. Aber ehrlich gesagt, es war ein nettes Spiel. Ich habe es sehr gerne gehabt. Jetzt ist der Progress halt so langsam oder man muss halt reinbuttern. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Hier ist die Monatsübersicht ihrer Spielzeit. Ihr seht interessanterweise, wenn man jetzt hier mal so reinguckt. Ja, guck mal hier, Victoria, Shakes and Fidget, Tap Ninja ist das Pinke hier. Ah, interessant. Dieser graue Balken ist sozusagen immer das All You Can Play, also alles Mögliche. Und das ist interessant, im Spätsommer habe ich weniger gespielt. Ah, interessant, interessant. Was habe ich denn hier gespielt? Kiwi Clicker, ja, interessant. Und hier Factory Town Idol und das hier. Naja, interessant. Also ihr seht, am Jahresanfang steigt das quasi. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Bis Juni. Ich glaube, dann geht es hier rapide bergab, weil da hier diese Hitzewelle kam. Ziemlich warm war. Ich habe keinen Bock mehr gehabt zu spielen. Interessant. Das kann man sich auch mal in Ruhe angucken. Und nochmal gucken, wie da auch die Sachen verglichen werden. Wie gesagt, wenn ich jetzt nächstes Jahr, 2024, keine Klickerspiele anbringe, müssen wir mal gucken. So, und jetzt kommt hier die längste Serie über 197 Tage und in diesen 197 Tagen habe ich 91 Spiele gespielt und das sind alle Spiele, die ich gespielt habe. Das ist krass, das überschlagen wir jetzt aber einfach mal, denn wir wollen uns das hier angucken. Erkunden Sie alle von Ihnen in diesem Jahr gespielten Spiele. Darum geht es ja in diesem Video. Ja? Und hier oben seht ihr immer in diesem Balken, zuerst gespielt 2023. Das ist natürlich bedeutsam. Ja? Jetzt können wir in der Rasteransicht sein oder in der Monatsansicht. Finde ich auch gut. Ja, da kann man ein bisschen gucken, was ich so wann gespielt habe. Vielleicht reicht es aber auch, wenn wir das erstmal so durchgehen. Ja, erste Linie habe ich ja schon fast alles erzählt. Hier ist noch ein Klickerspiel, Farmer Against Potatoes. Auch ein Idle-Klicker. Wenn man jetzt draufklickt, sieht man auch nochmal die entsprechenden Statistiken dazu. Aber ihr seht, im Januar und Februar gespielt und dann erstmal wieder ad acta gelegt. Und ja, das Rest des Jahres eigentlich gar nicht gespielt. Gerade nicht so rein, muss ich mal abwarten. Wird ja auch mal weiterentwickelt, gibt es mittlerweile auch im Koop. Na, ist nicht so meins. Victoria 3 habe ich, wie ihr sehen könnt, durchweg gespielt. Auch im April sogar so recht viel. Und seit September, da habe ich das letzte Let's Play auf dem Kanal beendet, habe ich das jetzt 3 Monate lang nicht mehr gespielt. Es kam jetzt ein großes Update. Ich warte nochmal 3 Monate bis März. Und dann gucken wir da nochmal rein. Ich glaube, da gibt es nochmal ein großes DLC oder so. Vielleicht spiele ich es für mich privat nochmal, aber als YouTube-Format, also frühestens im März, sonst nicht mehr. Hogwarts kam raus, habe ich auch sehr gerne gespielt, habe ich auch komplett durchgespielt. In diesem Jahr entdeckt, genau. Und ihr seht hier auch, ich muss mal husten, Moment bitte. Ich kratze gerade was im Hals hier. In diesem Jahr auch beendet. Meiner Meinung nach ein sehr schönes Spiel. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Ein bisschen blöd in der Aufnahme. Aber gut, passiert. Soulstone Survivors habe ich auch sehr gerne gespielt. Genau, auch Anfang des Jahres. Meistens, wenn mein Freund hier neben mir irgendwie was gespielt hat, League oder so, habe ich hier das gespielt und auch da gibt es, ihr seht hier Lücken, da spiele ich es einfach nicht mehr, dann kommt irgendein neues Update mit neuen Achievements raus und dann spiele ich da wieder weiter. Das macht auch sehr viel Spaß, ist immer noch installiert. Ja,
Eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, Power Wash Simulator, habe ich keine Videos zu gemacht, weil das Geräusch des Wasserhochdruckreinigers echt laut ist. Habe ich dieses Jahr zu 100% Errungenschaften geschafft, hervorragend, habe ich im Januar gespielt. Habe ich aber auch, warte mal, war da jetzt gerade zuerst, ja tatsächlich, zuerst dieses Jahr gespielt. Also im Januar, ihr seht, 84% der Spielzeit komplett hier reingesuchtet, das ganze Ding. Dann gab es hier tatsächlich Ende Juni gab es ein DLC, das habe ich gespielt. Und jetzt gab es im November nochmal ein DLC, so, da habe ich es nochmal gespielt. Und es ist einfach eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, definitiv. Ja. Wir gucken mal weiter. Ready or Not gibt es auch eine ganze Menge auf meinem Kanal. Habe ich ja jetzt ein Squad zusammengestellt und ihr seht, wir suchten das ganz schön. In den letzten 3 Monaten ordentlich gespielt. Jetzt haben wir gerade hier so eine kleine Weihnachtspause. Im Januar geht es da weiter. Idle Clicker, Pathfinder. Ja, das ist so ein bisschen die Wermutsträne quasi. Auch angefangen hier März, April, Mai, Juni, Juli. Viel gespielt tatsächlich, sehr gerne gespielt auch. Und dann bin ich irgendwie davon abgekommen, das lag natürlich auch an Baldur's Gate und ja, in meiner kleinen Aufnahmepause. Ja, bedauerlich. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen schneller hier durch. The Hunter kennt er ja auch schon. Roots of Pacha habe ich mit der Sandra gespielt, haben wir hier 3 Monate für gebraucht. Man kann ja nicht immer spielen, deswegen 3 Monate gebraucht. Haben das aber auch, ich weiß gar nicht, ob wir das zu 100% geschafft haben. Jedenfalls haben wir es durch, ich glaube nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall durchgespielt, die Story durch, alles erforscht und so weiter. Counter-Strike, naja, nicht so viel, ein bisschen gespielt, weil es halt auch neu rauskam. Hier Warhammer 40k, die letzten 3 Monate ordentlich gespielt. Könnte man natürlich mal gucken nach den Spielzeiten. Faithfarm habe ich im Stream mit euch zusammengespielt und auch auf YouTube als Let's Play dann rausgebracht, als VOD. Bus-Simulator, da habe ich jetzt ein bisschen die Leidenschaft zu Simulatoren entdeckt. Hier der Bus-Simulator, auch das gibt es als Let's Play. Army of Ruin ist halt so ein Vampire Survivors Clone, habe ich auch eine ganze Menge Achievements schon gemacht, spiele ich auch immer mal wieder. Ihr seht, es ist ein bisschen stimmungsabhängig, wann immer ich da Bock drauf habe. Genau, das ist glaube ich noch im Early Access, deswegen gibt es immer Neuigkeiten. Spirit Hunters ist genauso. Sea of Thieves haben wir gespielt, Dave the Diver habe ich gespielt, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube auch im Stream, ich weiß es nicht mehr. War Tales, auch ein tolles Spiel. Genauso wie No Man's Sky, Payday jetzt nicht so, haben wir auch mal wieder reingeguckt, aber nicht so interessant. No Man's Sky war auch toll, muss ich auch mal weitermachen. Wall World habe ich gespielt, 2 Monate. Dann gab es eine DLC und das hat es für mich dann kaputt gemacht. Es hat einmal die ganzen Achievements halbiert quasi und hat ein ziemlich schlechtes DLC dazu gepackt. Von daher war dann das Spiel für mich erstmal erledigt. Dead by Daylight ist ein Dauerrenner, Crime O'Clock läuft gerade jetzt, ist gestern glaube ich auf meinem YouTube-Kanal ausgelaufen, also nicht so ganz spannend. Espresso Tycoon, eins der besten Kaffeespiele, die ich so gefunden habe bisher, kann ich sehr empfehlen. Ja, Baldur's Gate, da muss man nichts zu sagen. Und das hier ist die traurige Wahrheit. Ihr seht hier, im Juli kam es raus, da habe ich es angefangen und im August ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich habe 20 Stunden bis jetzt gespielt. Ja. Da haben wir zumindest einen Screenshot. Ah, das ist mein Charakter, Valentin. Ja, da muss ich nochmal reingucken. Hatte ich mir jetzt eigentlich für die Winterferien vorgenommen. Ich komme nur gerade zu nix. Ja. Halls of Torment, auch schön. Novalens haben wir auch gespielt. Habe ich sogar ein paar Achievement Guides zugemacht, tatsächlich. Barnfinders, ebenfalls auf dem Kanal zu finden. Habe ich 2 Monate gespielt. Habe ich auch relativ schnell alles durchgesucht. Das ist auch in der Abteilung Simulationen zu finden. Dredge, Magic Research, wir gehen mal ein bisschen schneller drüber. Ihr seht ja hier, Motorsport Manager läuft als Let's Play, kann ich sehr empfehlen. Way of the Hunter läuft ebenfalls als Let's Play. Ich guck mal, ob ich hier noch andere schicke Dinge finde. Eratos kann ich auch sehr empfehlen, schönes Spiel. Privat habe ich hier China gespielt, ohne was aufzunehmen oder im Stream zu zeigen, kann ich auch empfehlen. Hero of the Kingdom habe ich 2, glaube ich, von 5 Teilen durchgespielt. Mache ich auch mal wieder privat, aber wirklich halt privat, ne? Was haben wir hier noch? Perfect Tower, Opus Magnum. Da sind auch manchmal Sachen, wo ich nur kurz angemacht habe, um Achievements zu sammeln. Ja, dann ist es auch schon wieder vorbei. Miasma Chronicles ist auch noch auf der To-Do-Liste. Da habe ich auch, ja, ihr seht, 2 Monate reingespielt. Das muss ich definitiv auch zu Ende führen. Old World wird es ab Mitte Januar ein Let's Play geben. So, ich guck mal weiter. Was haben wir hier sonst noch Schickes?
habe auch diese Wimmelbildspiele für mich entdeckt. Habe ich auch super, super Spaß bei. Age of Wonders ist auch wieder so eine Eintagsperle. Da muss ich dringend nochmal reingucken. Das ist auch so ein, hätte man nicht kaufen müssen, ist aber passiert. Ja, Wildlands spiele ich auch gerade mit dem halben Squad. Ist auch super nice. SnowRunner gibt es auch im Januar auf dem YouTube-Kanal. Ach, da wird schon einiges kommen. Ich sag mal, ihr seht ja, was ich so gespielt habe. Es sind ein paar neue Teile dabei. Ich lasse mich auch immer wieder hypen und so weiter. Ja, ist halt einfach nett hier. Stellaris Nexus habe ich eine Spielsession gemacht, einen Stream gemacht, eine Stunde gespielt oder anderthalb oder so und dann zurückgegeben. Das war nichts für mich. Colony Survival habe ich auch nochmal gestartet. Manche sind auch wirklich so, die starte ich mal eben kurz und dann war es das, ne? So, vielen Dank, Mr. Fierce, dass Sie 2023 Teil der Community waren, Ihre neuen Freunde haben Steam-Rückblick geteilt, da kann man sich das alles angucken. Ja, und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Teil, und zwar zu meinem YouTube-Rückblick. Back. So, und da ist er auch schon. Ich zeige euch mal die Spiele 2023, die ja, den meisten Wirbel auf meinem Kanal gemacht haben. Ist ja vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Hier seht ihr mal die Kanalanalysen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, und zwar haben wir knapp 83.000, wir werden die 83 noch knacken, es ist ja auch erst der 27. quasi. Also ich sag mal, 83.000 Aufrufe in diesem Jahr erzielt, das ist richtig, richtig krass, ja. Wir haben, ihr sehen könnt hier, 349 neue Abonnenten gefunden. Aktuell bin ich bei 527, das seht ihr hier. Das ist halt auch mega krass, finde ich. Genau, das ist einfach krass, was soll ich da sagen, ne? Also, die Wiedergabezeit lag bei 9000 Stunden, fast die 10.000 geknackt. Da arbeiten wir dann fürs, also ist das Ziel für die nächste Zeit. Hier sieht man nochmal die Highlights, also hier einmal im April, Anfang April ging es ab. Das war wahrscheinlich Dredge. Hier gab es im Juli nochmal einen kleinen Peak. Und jetzt hier, und das ist auch interessant, das hier gerade ist Melvor Idle. Das gab es Epic Store, glaube ich, für 0 Euro. Und deshalb gab es hier mal eben 1900 neue Klicks oder so. Also sehr beeindruckend, dass sowas natürlich einen Einfluss hat. Ich glaube, ich bin damit mit den meisten Klicks auf so einem Melvor Idle Clicker Game Video. Und das ist noch nicht mal richtig gut, muss ich sagen. Nun gut. So, deine erfolgreichsten Inhalte für diesen Zeitraum. Wir gucken mal. Also Dredge habe ich auch Let's Played. Und ist ja, mit 400.000 auf Platz 1 gelandet. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Manchmal ist es so ein Snowball quasi, ne? Da geht es halt ab und dann, naja, passiert es halt einfach. So. Melvor Idle, wie gesagt, da gab es jetzt vor kurzem für 0 Euro auf, ich glaube, Epic, im Epic Store. Deswegen einfach nochmal 1900 Klicks da drauf oder sogar noch mehr. Also fast 4000 Klicks auf so ein Vorstellungsvideo. Dann gab es auch böse Kommentare tatsächlich, aber sowas gehört irgendwie auch dazu. Novalands, auch aus irgendeinem Grund Let's Play gemacht und aus irgendeinem Grund auch 1400 Klicks bekommen, fand ich auch ordentlich. Dredge, der zweite Teil, hier Against the Storm, ist glaube ich auch gut geklickt worden, weil ich hier das Tutorial gespielt habe. Und ja, 1000 Klicks, gar nicht so schlecht, ist ja auch demnächst released worden. Ja. Factory Town Idle habe ich ja schon gesagt. Ah, das war auch im April. Guck mal an. Warte mal, die Dredge war Ende April, Ende März. Naja. Und dann der Peaks hier wahrscheinlich Novalands. Interessant. Espresso Tycoon mit 844. Dredge nochmal. Hat sich halt wirklich hochgemausert. Und Hogwarts Legacy. Ich weiß nicht, warum da 700 Leute anklicken. Voilà. Nochmal weitergehen, da müssen wir gar nicht, können wir nochmal klicken. Also, Hogwarts hätte ich jetzt auch nicht vermutet, aber naja, gut, gucken wir mal. So ist es halt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Analysen rein. Ich wollte nochmal gucken, wie alt meine Zuschauer eigentlich sind. Und ihr seht, ich habe einen Überhang hier in diesem Bereich, 35 bis 44 Jahre. Das sind natürlich nur diejenigen, die ja das Alter in ihrem Profil auch angegeben haben. Die anderen werden hier nicht gezählt. Je älter man ist, desto weniger Leute gucken zu. Also wenn ich mal so alt bin, hier 55 bis 64, gucke ich wahrscheinlich kein YouTube mehr. So schaut es hier aus. Hier haben wir junge Generationen und hier die ganz Jungen. Na, 19%, knapp 20%. Das ist doch schön. Kann man nochmal ein bisschen aufschlüsseln lassen. Sogar 13 bis 17 Jahre. Das ist auch nochmal 1%, aber das ist ja klar. Ne? Wer gibt denn an, dass er minderjährig ist? Ne? Das ist natürlich... naja. Ja, und dann ist das hier nochmal verglichen mit dem letzten Jahr. Das fand ich auch nochmal spannend, das Ganze sich anzugucken.
Einmal sieht man hier die lila Linie, diese pinke lila Linie ist halt die 22er Linie und die türkisfarben ist die 23er Linie und ihr seht hier zum Beispiel, das ist halt der Megapeak, da haben wir einfach mal am 7.4. unfassbar viele Klicks gemacht. Ja. Und wenn man jetzt mal hier vergleicht, wie viel haben wir insgesamt, fahren wir mal hier runter, dann sieht man hier 83.000 in diesem Jahr und letztes Jahr 33.000. Also wir haben 50.000 Klicks mehr gemacht. What the heck? 50.000 Aufrufe mehr. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also ich meine, wenn wir das nochmal toppen im nächsten Jahr, wie auch immer wir das machen wollen, ich weiß es noch nicht. Ach, was soll's. Selbst wenn wir nochmal 83.000 Klicks machen, Wahnsinn. 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 Also das finde ich irgendwie, das hätte ich selber gar nicht so erwartet. Und habe, als ich die Statistik gerade aufgerufen habe, gedacht, oh, what? Wie ist das denn passiert? Naja, wir können jetzt hier die Videos vergleichen. Im letzten Jahr gab es Way of the Hunter, das kam im August. Und da habe ich dieses Video gemacht, hier Abklatsch oder Alternative. Und das haben halt 2300 Leute angeklickt. Das war natürlich krass. Hier auch nochmal ein Infovideo, glaube ich. Ah ne, genau, das war das Infovideo und das war dann die erste Stunde oder die ersten 90 Minuten auf der Map, nochmal 1400, also da wurde ordentlich geklickt, überhaupt sind die Jagdspiele sicherlich letztes und auch dieses Jahr sehr gut vertreten hier, wir können mal gucken, die ersten 10 hatten wir uns ja schon angeguckt, hier No Man's Sky auch mit 600 Klicks dabei, The Hunter, das Tagebuch, was es jedes Jahr gibt, einmal in der Woche gibt es da eins, 571 Menschen haben sich das angeguckt, Wahnsinn, ja. Es sind auch sehr viele dabei geblieben und ja, letztes Jahr habe ich noch die ganzen Maps vorgestellt, die haben auch ordentlich reingescheppert, die Infovideos zu Way of the Hunter haben reingescheppert, Endless Legend, auch ein tolles Spiel, 300 Leute haben dazu geguckt, ich müsste das eigentlich nochmal aufnehmen, das würde ich nochmal aufnehmen und hier das andere, hier Dragon Age Inquisition, das würde ich auch nochmal aufnehmen, das Spiel und einfach mal zu Ende spielen tatsächlich. Euro Truck Simulator war letztes Jahr auch ein ziemlich großer Renner, fand ich insgesamt so. Jetzt hier ist es auf Platz 26 gelandet. Ne, warte mal, hier auf 20 sogar. Nicht, dass hier irgendwas irgendwem hier... Ah, guck mal hier. Platz 5 sogar. Nicht, dass ich irgendwem Unrecht tue. Software Inc. war letztes Jahr auch ziemlich groß tatsächlich. Ja, gucken wir hier. Ready or Not ist dabei. Steam Winter Sale. Ja, das ist ein ganz neues Video, habe ich gerade rausgebracht. Zwei Tage vor Weihnachten. 413, auch ordentlich. Mit diesen Videos kann man auch irgendwie immer Klicks generieren. Ich weiß nicht warum. Jeder kennt doch die Angebote. Ich verstehe es nicht. Naja, gut. So ist das halt. Ja, also ich würde sagen, hier sind die Banger. Auf jeden Fall Ready or Not. Man kann das leider nicht ganz so sortieren hier. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, wie es geht. Könnte man mal oben ausprobieren. Man kann ein bisschen rumspielen damit. Hier gab es noch ein Fertigkeitsvideo bei The Hunter. Hier Victoria 3 auch dabei auf Platz 47. Endless Legend Live hier. Humankind. Ja, interessant. Shop Titans habe ich auch wöchentlich ein Video gemacht. Ist auch letztes Jahr mit dabei gewesen. Also ich finde die Statistik ordentlich. Und ich kann mir nur wünschen, dass wir 2024 das hier nochmal schlagen. Ich bin sehr gespannt. Ich will noch ein Jahr lang mitmachen. Mal gucken. Nächstes Jahr würde ich ganz gerne die 1000 Abonnenten knacken. Wir sind jetzt bei, ich habe gerade gesagt, hier 527. Das heißt, wir können mal eben hier refreshen. Vielleicht kommt da, ah ja, alles klar. Wir sind bei 528. Also die 1000 würde ich gerne noch knacken. Und dann mal gucken, genau, was das dann mit mir macht und ob ich da noch Bock habe. Aktuell, übrigens kann ich dieses Video hier empfehlen, Mind Over Magic, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Abschließend möchte ich noch ein bisschen Werbung machen und zwar einmal für diese sehr helle Seite, die ich gerade nicht abdunkeln kann. Das ist mein Archiv, ne? Meine Bibliothek, da könnt ihr mal reinklicken unter jedem Video, also auch unter dem hier, gibt es genau diesen Link, da kommt ihr drauf, dann könnt ihr euch das hier angucken. Hier seht ihr die aktuellen Let's Plays auf meinem Kanal, was gerade läuft. Viel zu viel, ich musste die Hälfte definitiv reduzieren, definitiv, wobei das Video kommt am Freitag raus, also am 29. Ich brauche jetzt zwei Tage zum Hochladen, da wird Iratus abgeschlossen sein und Crime O'Clock ist auch schon abgeschlossen und Mind Over Magic ist jetzt spontan dazugekommen, das machen wir auch nur bis Ende der nächsten Woche wahrscheinlich, also auch nur so 6, 7, 8, 9, 10 Folgen, dann ist da erstmal alles getan, glaube ich.
Ihr seht hier unten auch, welche Projekte anstehen, zum Beispiel .h habe ich aufgenommen, könnt ihr immer ein bisschen den Status verfolgen. Ich mache das nicht jeden Tag, aktualisiere es nicht jeden Tag, ihr seht ja hier, wann der Stand ist. Und was ist eigentlich die Idee dahinter? Wenn euch langweilig wird, ja, und ihr sagt, komm, ich wollte schon immer mal hier das Let's Play von Endless Legend gucken, dann könnt ihr hier einfach auf den Link klicken und dann kommt hier die Playlist und dann könnt ihr euch die komplett reinziehen, ja. In dem Fall 12 Folgen gemacht, gar nicht so schlecht tatsächlich. Und dann könnt ihr euch die Folgen halt auch geben. So ist das. Deswegen habe ich jetzt halt dieses Archiv gemacht. Dafür würde ich nochmal Werbung machen. Im Archiv findet ihr auch übrigens den Link zu meinem Discord-Channel. Den zeige ich euch jetzt nicht. Da könnt ihr euch überraschen lassen, was es da alles gibt. Da wird sich auch wild ausgetauscht. Nicht nur zu den Feiertagen, sondern grundsätzlich. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da könnt ihr da gerne auch mitmachen. Ja. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war mein Spielrückblick 2023 und ich bin sehr gespannt, was es nächstes Jahr alles geben wird. Ich wünsche euch schon jetzt einen guten Rutsch. Wir sehen uns Anfang Januar wieder und da machen wir mal sowas wie eine Kanalvorschau. Ich rede mal ein bisschen über Pläne, was ich mir so vorgenommen habe, was ich mir vorstellen kann und so weiter und so weiter. In diesem Sinne, habe die Ehre. Bis nächstes Jahr.